Dass du es durch die Naturzone geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Aber weißt du auch noch, was dein Ziel in Engine City ist? Also, soll das ein Scherz sein? Als nächstes solltest du dich zur Eröffnungszeremonie der Arena Challenge. Ich weiß, aber wo ist die? Sie findet morgen im Engine-Stadion statt. Und ins Game Freak. Man kann Charaktere auch Bögen laufen lassen. Muss nicht. Und dann. Warum? Ah, Onyx. Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, um zum Stadion zu kommen. Ja. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen. Wenn ich schon mal hier bin, vergiss ja nicht, dich im Stadion anzumelden. Bis später. Und ich gehe erstmal in den Friseursalon. Mir ist gerade alles andere egal. Die Stadt können wir in der nächsten Aufnahme auseinandernehmen. Aber erstmal will ich hier, dass Lee aussieht wie Lee. So. Herzlich willkommen. Was können wir für dich tun? Erstmal Make-up. In Ordnung. Nimm bitte Platz. Auf deine Sachen passe ich so lange auf. Okay. Was voll du sein soll. Wie sehen die kurzen Augenbrauen aus? Ja, nein, vergiss es. Normale Augenbrauen, danke. So, die Farbe wäre dann wahrscheinlich schwarz. Es sei denn, wir haben so ein... Haben wir ein etwas dunkleres Blau? Nee, ne? Also bleiben wir über schwarz. So, was haben wir hier? Katzenaugeneffekt? Was? Große Augen. Ah, okay. Natürlich. Nee, ich glaube, natürlich passt da am besten zu Lee. So, die Farben sind mannigfaltig. Wir können ja mal durchgehen hier. Haselnussbraun sieht für mich eher gelb aus, aber okay. Aber grau sieht für mich eher blau aus, schon fast ein bisschen. Ja, okay, ist mehr grau. Grün. Hellblau, Schwarz, Gelb, Purpur, Violett und Braun, Ultramarin, Grüngelb, Lavendelfarben, Monorot, sieht schon fast ein bisschen flammend aus, ne? Weiß, Regenbogenfarben, für ganz spezielle Leute, Pechschwarz, sieht ein bisschen tot aus, aber okay, Flammen, nein. Herzchen, für wen? Sternchen, nein. Okay, in dem Fall gehe ich mal mit Ultramarin. Das entspricht eher dem, was ich haben will. So, was haben wir jetzt hier? Pastellrosa, was denn? Achso, Lippenstift, verstehe. Sieht man da überhaupt einen Unterschied? Wunderrot, blau. Ja, nee. Mach mal da nichts, bitte, danke. Gut, dann sind wir schon mit dem Make-up durch. Das ging nur schon relativ schnell. Jupp. So, fertig. Ja. Es sieht noch nicht so klasse aus, aber es liegt daran, dass wir jetzt erstmal... machen wir die Liga-Karte aktuell. Und jetzt hätte ich gerne noch eine andere Frisur. Haare, genau. So, dann mal gucken, was wir hier alles haben. Wir haben kurze Bob, den haben wir gerade. Mittellange Welt. Haarkranz ist interessant, aber nicht das, was ich suche. Seitlich gewählt ist auch sehr interessant, aber gerade nicht das, was ich suche. Glaube ich. Kurze. Nein. Schon eher, merken wir uns mal. Rechtfrisur, nein. Lockenkorb. Was, das war's schon? Na, dann nehmen wir mal lang und glatt. Hui, Pony gibt's auch. Aber mal erstmal die Haare schwarz. Das kommt gerade irgendwie besser rüber. Wie sieht das Blau aus? Das Blau ist mir zu hell. Ich hätte gern schwarz mit so einem Hauch von Blau. So, heißt das die Highlights. Wenn denn sozusagen, nicht Highlights. Wenn das Schwarz vom Sonnenlicht getroffen wird, dann soll es nicht braun wirken, sondern blau.
So möchte ich das Blau da drin haben. Sowas wie Nocturnblau beim Auto. Kommt aufs Licht an. Aber das, da wir das nicht haben, nehme ich einfach schwarz. So, seitlicher Pony. Kein Pony. Kurzer Pony. Langer Pony. Das ist natürlich die Frage. Wenn ich Lee nachbauen will, dann wäre das hier wahrscheinlich angemessen. Aber das sieht wahrscheinlich stylisch aus. Seitlich. Keine. Ist schwer. So sind die Augenbrauen weg, ne? Das sieht ein bisschen abgesägt aus, aber... Ach, nimm mal das. Sowas kann ich irgendwann nochmal ändern. Ich hätte auch einfach vorher speichern können. Okay, jetzt siehst du langsam aus, wie du aussehen sollst. Sehr schön. Mach mal die Liga-Karte ganz. Danke! Bis später mal, oder auch nicht. Wir werden sehen. So, nächster Halt. Boutique. Wie sieht's denn hier aus mit Klamotten? So, mal sehen. Bequemes Shirt. Ach ja, ich sehe schon. So, Trainingsjacke. Nein. Kapuzenjacke, Gear. Was? Zeig mal. Sind da überall diese hässlichen Dinger drauf? Ja, ne? Überall Markenware. Collegejacke. Strickjacke weiß, Strickjacke schwarz. Eventuell komme ich auf Strickjacke schwarz zurück. Momentan würde ich es aber, glaube ich, vorziehen, die erstmal komplett auszuziehen, die Strickjacke. Ja, ich möchte beenden. Weil es vielleicht einfacher. Mach weg. Danke. Müssen auch auf die Kohle achten, ne, Lee? So viel haben wir noch nicht. Also. Oberteile. Quapsel. Nein. Luxus. Warum sind da überall bekloppte Sachen drauf gedruckt? Das ist so, warum? Vor allem soll ich für so einen blöden Pullover nur 6.000 zahlen? Bin ich bescheuert oder was? Nein. Nur weil irgendwer gesagt hat, das ist ein Sportpullover. So, Trainingshose, Designer-Jeans in sämtlichen Farben. Röcke haben wir da auch. Interessant. Kleider, vergiss es. Socken, ja, kommt denn immer drauf an. Welche Länge und so weiter. Ich will die jetzt endlich nicht im kompletten Lolita-Look dastehen lassen. So, was sagen die Taschen? Die Taschen sind alle hässlich, oder? Ja, das ist der Standard-Rucksack schon am besten. Sportkappe muss auch nicht sein. Brillen sehen auch alle ein bisschen bekloppt aus, wenn ich das mal so anmerken darf. Aha. Hey, aber ich trage... Darfst du ja machen im Spiel. Darfst du auch so machen. Aber ich bin halt noch nicht so begeistert von dem Ganzen. Hatten wir in der anderen Stadt auch schon so eine Dinge? Eventuell muss ich nochmal zurückfliegen. So, die hast du auch in weiß, ne? Mir gefallen die Farben überall noch nicht. Das ist gerade ein bisschen doof. So schwer sein. Ich meine, komm. Den Typen habe ich viel schneller hingekriegt. Ja, nimm erstmal die, dann siehst du. Lange Socken schwarz werden, glaube ich, auch ganz gut. Oder nee, nimm mal die in weiß. Die passen, glaube ich, besser zu dir. Schuhe haben wir nur die da. Strickbreit. Ja, nee, lass mal. So schlichte Handschuhe. Weiß.
Nimm erstmal weiß. Wir werden die später sowieso noch ändern. Aber im Moment ist, glaube ich... Naja, Mamalia-Karte aktuell. Was die Schuhe angeht, die passen gerade noch nicht so zum restlichen Look, aber irgendwo muss man ja anfangen. Ich bin auf Wunsch meiner Großmutter zu dieser Reise aufgebrochen. Aber ich möchte dabei auch ein bisschen Spaß haben. Bist du gerade am Shoppen? Vergiss bloß nicht, beim Arena-Stadion vorbeizuschauen, ja? Kein Ding. Mode kennt kein Alter, ob jung oder alt. Jeder kann tragen, was ihm gefällt, finde ich. Das ist sehr üblich. Die Klamotten, die ich mag, stehen mir nicht. Und andersrum genauso. Ich suche etwas, womit ich in der Naturzone auffalle. Wie wär's mit Pink? Alle anderen versuchen sich wahrscheinlich eher zu tarnen. So, Rotomina. Mama, mach mal hier auf. Kartomat. Neue Liga-Karte erstellen, das wäre schon schön, ja. Also, was haben wir denn toll da? So, noch aber nicht so viel da. Hintergründe en masse. Ich klicke die mal alle kurz an, damit das neu da verschwindet, weil das nervt immer ein bisschen, wenn der überall neu steht. Da bin ich blöderweise geschädigt durch, wie heißen sie? Mobile Games. Geben wir erstmal die Räder, bis ich was Brauchbares gefunden habe. Ich bin dafür. So, Effekt. Okay, das hier ist krasse deiner Energiewelle. Das hier ist mehr so blöd. Hat schon was Verträumtes. Allseits passt dann wahrscheinlich, passen die Räder nicht so ganz dazu, weil man sieht dann ja nichts mehr davon, aber... Nee, das würde zu fangirly aussehen, oder? Ach, warum nicht? Warum ein kleines Fangirl aus ihr? Warum nicht? So, dann kriegst du mal noch deinen kleinen blauen Rahmen dazu. Sehr schön. Und bitte einmal weiter. So, zoom, zoom, zoom. Gesichtsausdruck. Gehen wir auch mal kurz alle durch. Ich hoffe, ich kann mich dann für einen entscheiden, der möglichst passend ist. Ich glaube, ja. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. So, dann muss ich gucken. Pose. Wir haben einmal Standpose. Dann haben wir Yo-Pose. Das passt gerade überhaupt nicht zum Gesichtsausdruck. Das, naja... Hey, ich mache einen auf Hopp. Yeah, 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 yeah. Aber es ist von Hau geklaut. Ist mir auch egal. Wie sieht denn das von der Seite aus? Genauso seltsam oder nicht? Aha. Sieht aus, als würde sie sich mit irgendwem prügeln wollen. Aber sie sich nicht so richtig trauen. Wie sieht das von anderen Seiten aus? Warum nicht? Kann ich erstmal nehmen. So, dann zoome ich mal noch ein bisschen rein. Sagen wir mal so. Und dann wird das Ganze noch ein bisschen platziert. Sagen wir mal so. Das ist bei den Mädchen echt einfacher, weil die nicht so einen hässlichen Kasten auf dem Rücken haben. Weißt du, hier hast du halt hinten... Da geht dann so die Kapuze lang, vielleicht noch ein paar Haare drin, aber der scheiß Beutel, der ist halt unten. Und bei dem Typen hast du die ganze Zeit so einen Protonenpack drum und fragst dich nur, wo hole ich denn den Staubsauger raus, damit ich Geister jagen kann. Das ist so ein hässlicher Scheiß. Warum? Wer hat sich den Piss ausgedacht und für gut befunden? So, glänzende Beschichtung? Nein. Wir nehmen die matte Beschichtung. Die ist, wie soll ich sagen, die hier ist mir zu... Fancy. Zu möchte gern fancy. Sieht aus wie so eine in China kopierte Yu-Gi-Oh! Karte.
Ja, kennt da vielleicht die Dinger, die dann irgendwo bei irgendeinem so Ramschladen rumliegen, wo du dann irgendwelche Spiralmuster drauf hast in Holo, anstatt einfach mal nur den Hintergrund von irgendeinem Bild. Das ist, ich finde, das sieht immer billig aus. Also matte Beschichtung. Jupp. Kostet mir nichts, perfekt. Bis Baldo. Gut, und weil ich so ein gutmütiger Mensch bin, werde ich mal gleich noch sagen, Liga-Karte. Kartencode. Das wird wahrscheinlich schwer, die zu teilen, oder? Yep. Okay, ich kann den Kartencode nicht teilen, das ist ja auch geil. Muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Was überhaupt hingeht. Schade, ich wollte ihn jetzt eigentlich gerade mit euch teilen, aber geht wohl nicht. Schade. Da müsst ihr euch erstmal mit Lugions Karte zufrieden geben. So. Wenn ich mich jetzt noch anmelden gehe, dann könnte ich mir eine Nummer aussuchen, aber das mit der Nummer hebe ich mir bis zum nächsten Mal auf, ne? Wir haben erstmal eine Menge Stadt zu erkunden, finde ich. Von daher speichere ich jetzt hier. Yay. Ja, kann man machen, kann man machen. Gut. Von meiner Seite aus also als dann bis dann. Und mal gucken, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Wahrscheinlich benenne ich erstmal ein paar Pokémon um, wenn Namensvorschläge rumgekommen sind. Wenn nicht, dann eher weniger. Und ansonsten werden wir sehen, was los ist. Ne? Von daher, wuhu, und bis dann.